dass du da bist. Heute geht es um das Thema, warum du keine Schulden machen solltest. Das ist ein großes Trigger-Thema. Und es ist so, dass diese Welt und dieses System dir letztendlich beibringen auch, dass es in Ordnung ist und zum Teil notwendig ist, Schulden zu machen. Und dann hat das ganz tolle Namen und für die verschiedenen Kredite und all diese möglichen Formen, die es da eben gibt und Abo und was weiß ich nicht alles. Und letztendlich dient das natürlich nicht dir, obwohl du glaubst, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, damit auch du in Fülle leben kannst, ja, und damit du oder manchmal einfach überhaupt nur überleben kannst, ja, in Form von Dispo-Krediten und diese Dinge. Dieses System dient nicht dir, sondern es ist ein Geschäft und übergeordnet sorgt es einfach dafür, die Menschen in einer entsprechenden Mangelenergie zu halten. Existenzängste, Ängste allgemein, Mangel, Schuldbewusstsein und alles, was damit in Zusammenhang steht. Das bedeutet also, du nimmst diese Dienste ganz selbstverständlich in Anspruch und ich habe diese Dienste auch bis zur Perfektion durchgespielt und am Ende eben auch wieder entschöpfen müssen, was ein harter Weg war. Und deswegen gebe ich dir hier, da das ein Riesenthema ist und es viel dazu zu sagen gibt, einfach ein paar Impulse mit, die dir auf deinem Weg vielleicht einfach helfen können. Ja? Auf deinem Weg zur Selbstwertung, auf deinem Weg zur Befreiung letztendlich. Genau, also du nimmst diese Dienste selbstverständlich in Anspruch. Da wird das Auto finanziert, da wird der Laptop finanziert, da wird die Couch finanziert, die Küche, was auch immer. Und ja, bis zu Kleinigkeiten letztendlich auch, die man später bezahlen kann und sonst was. Ja, natürlich mit entsprechenden Zinsen. Ja, und da ist das Geschäft. Denn du wächst also so auf und dieses System, diese Gesellschaft suggeriert dir, letztendlich, dass du vielleicht nur eine gewisse Menge an Geld oder Materie zur Verfügung hast, ja, dementsprechend als was du arbeitest, wie du deine Lebensenergie letztendlich investierst und am Ende spuckt das eben dann was aus, als Rücklauf in dem Moment eben Geld und dir wird also letztendlich dann gesagt, ja, das und das hast du eben nur zur Verfügung, du glaubst das, es ist deine Realität und das zu erreichen, um das und das haben zu können, damit du einen gewissen Lebensstandard haben kannst, damit du etwas nach außen auch repräsentieren kannst, brauchst du also dieses Produkt, ja, nennen wir es dann letztendlich mal das Schuldenprodukt, was auch immer das dann am Ende ist, das ist alles das Gleiche und das heißt, du lebst dann in dieser Wahrheit, dass dir nur das und das so erstens zur Verfügung steht. Du vergisst komplett, welcher von Natur aus kraftvolle, machtvolle Schöpfer du bist. Also kaufst du vom System diese Wahrheiten ab, machst sie zu deiner Wahrheit und es ist deine Realität, in der du also lebst. Was dich, wenn du also diese verschiedenen Produkte und Systeme eben auch noch nutzt, immer weiter da drin hält, immer weiter da drin auch runterzieht und du erfährst letztendlich die Qualität in deinem Leben, die du hier dann auch bewusst oder unbewusst einfach produzierst. Ja? Es ist so, dass du bist in einer entsprechenden Mangelenergie immer, wenn du dir von irgendwoher Geld leihst, ja? Auch wenn das ein offizielles, anerkanntes Ding ist. Wie normal ist das, sich ein Auto zu finanzieren, ja? Aber dieses Auto gehört dir eben nicht, dieses Haus gehört dir eben nicht, dieser Laptop gehört dir eben nicht. Du bist hier eine Dienstleistung eingegangen, du bist hier eine Verbindlichkeit eingegangen, eine Verbindung, die dich eben in einer entsprechenden Energie hält, ja? Und aus Erfahrung kann ich sagen, das fühlt sich nicht gut an. Du hast vielleicht deine Erfahrungen damit gemacht und
es ist immer eine Art Druck auch dahinter. Ja? Nämlich ein entsprechender Druck, dass du unfrei wirst in deinen Entscheidungen. Zum Beispiel einfach mal den Job sein zu lassen, der dir vielleicht gar nicht mehr liegt, ja, oder nie wirklich gut für dich war. Und verschiedene andere Dinge eben auch. Alles dieser Rattenschwanz, den das dann eben mit sich bringt. Und wenn du also in dieser Realität lebst, verstehst du nicht, dass es auch noch viele, viele andere Möglichkeiten für dich gäbe. Ja? Materie letztendlich auch herzustellen oder Materie dazu zu kaufen oder wie auch immer Geld letztendlich auch zu kreieren. Du glaubst also, es ist so, wie es ist, wie du es unterschrieben hast, so wie du es machst, so wie es alle anderen auch machen. Und damit bist du unfrei. Das sorgt also dafür, dass du deine Lebensenergie freiwillig bindest in dieses ganze Konstrukt. Du bist verpflichtet, immer wieder auch etwas zu beschaffen, um das irgendwie ausgleichen zu können, damit dir etwas irgendwann vielleicht dann mal gehört. Darüber hinaus ist dir also gar nicht bewusst, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, ja, das letztendlich zu erzeugen, was du da glaubst zu brauchen. Und zum anderen verfallen wir hier dann ganz schnell diesen Ego-Identifikationen, Ego-Ideen, dass du überhaupt etwas brauchst und dieses brauchst, jenes brauchst, um ein glückliches Leben zu führen, um eine Familie zu ermöglichen oder dir einfach das Leben zu ermöglichen, was du glaubst, was dich letztendlich glücklich machen würde. Ja? Auf der anderen Seite steht zum Beispiel, aus der Fülle heraus zu kreieren und das Leben im Fluss einfach so zu gestalten, wie es sich wirklich gestalten will, wie es wirklich für dich, Seele, für dein Herz wichtig und richtig ist. Also, wenn du in diesem konstanten Ungleichgewicht bist, in diesem Schuldbewusstsein, in diesem Mangelbewusstsein, was dir vielleicht noch gar nicht klar ist, dass das ein Mangel ist, den du hier letztendlich auch immer wieder fütterst. Und das bezieht auch alles mit ein, alles, was so einen Druck und einen Zwang mit sich bringt. Stichwort Abos. Also du bist konstant auch in der Veränderung und du tust die Dinge, die dir gut tun, wenn du bewusst einfach lebst. Und da ist es ganz natürlich, dass manche Dinge eben einfach dann nicht mehr sinnvoll sind, sich nicht mehr gut anfühlen, sich einfach erschöpft haben. Wenn du aber ein Abo zum Beispiel abgeschlossen hast, Stichwort Fitnessstudio, was für ein Drama das ist, da dann irgendwie rauszukommen, ja, die meisten schaffen es tatsächlich nicht, dann zahlst du ja einfach auch noch Geld für etwas, was du gar nicht nutzt. All diese Dinge, das sind einfach Geschäftsmodelle und wir müssten so nicht leben. Ja? Wir könnten ein Leben auf Fülle leben, im Miteinander, in einem ganz anderen Bewusstsein, vertrauensbasiert und. Und was für mich definitiv das Erstrebenswertere ist und auch war. Und wenn du genug Geld verdienst, dann juckt dich vielleicht ein solcher Kredit eben auch gar nicht. Ja? Oder das ist völlig normal, dass man mal ins Dispo rutscht und mit dem nächsten Monatsgehalt wird das einfach ausgeglichen. Auch das ein unglaublicher Mangelzustand. Ja? Und so kreierst du auch immer wieder aus dieser Mangelenergie heraus. Also das, was du letztendlich damit dann auch erschaffst, wird immer die Qualität haben, aus der heraus du das initiiert hast. Ja? Die Qualität, die du dadurch dann eben immer reingibst, auch über deine Gefühle, Emotionen, Gedanken, deine Handlungen und so weiter. Daher ist es unglaublich wichtig, hier umzudenken, wenn du in einer solchen Situation steckst und vielleicht schon lange nach einer Befreiung aus diesem ganzen System suchst, dann kann das hier jetzt schon mal der richtige und wichtige Impuls für dich sein. Das Gleiche gilt auch, wenn du dir Geld leihst. Ja? Das ist immer an Bedingungen geknüpft. Also meistens ist es an Bedingungen geknüpft und wo auch ganz viel Unklarheit manchmal vielleicht drin ist. Ja? Wenn es gerade über Freundschaften läuft oder wie auch immer. Dann leiht der eine dem anderen Geld und hat aber Erwartungen, wie das laufen soll. Der andere macht es dann eben entsprechend seinem
seinen Bedürfnissen dann letztendlich, ja, und auch hier wiederum, was das Ego dir alles, denn vielleicht musst du auch noch einen Urlaub machen oder du brauchst ja auch noch dies, du brauchst ja das, also kannst du das jetzt nicht direkt zurückzahlen. Unglaubliche Missverständnisse, unglaubliche Mangelenergie, auch hier muss ganz viel Klarheit rein, wenn solch eine Dienstleistung in irgendeiner Form stattfindet. Etwas anderes ist zum Beispiel, wenn du ein freies Geschenk bekommst. Jemand schenkt dir also Geld zur freien Verwendung und will es auch nicht wiederhaben. Das ist eine andere Energiequalität. Ja, und hier gibt es natürlich unendlich viele Beispiele. Das ist situationsabhängig und ganz, ganz individuell. Und mir geht es darum, dass du heute für dich vielleicht mitnehmen kannst, dass es ein wirklich anderes, neues Bewusstsein braucht und einen sehr, sehr verantwortungsvollen Umgang mit all diesen Dingen. Ähnliches auch, wenn du dich zu einer Sache committest. Zum Beispiel, wenn du eine Leistung buchst. Ja, und dann machst du das, weil du ganz klar unbedingt das wolltest. Und dann merkst du so zwischendrin, vielleicht würde ich das Geld auch lieber für dies oder für das aufwenden. Ja, oder ich habe es wieder nicht. Oder hier komme ich dann sonst in Schwierigkeiten. So, und dann dümpelt das vor sich hin und dann auch letztendlich kann man dir diese Leistung, die du gebucht hast, nicht erfüllen, weil du die Energie kappst und gleichzeitig bringst du auch den anderen dann auch in Mangel, wenn hier etwas vereinbart war. Ja? Wenn du dich für etwas entscheidest, zum Beispiel, wenn es wirklich etwas ist, das deiner Seelenentwicklung, das deiner wahren Entwicklung wirklich dient, wenn du also so etwas eingehst, dann ist es auch wichtig, dass du hier in Vorleistung gehst. Denn dann bringst du und nur dann bringst du auch die entsprechende Energie in Bewegung, die du dir eigentlich ja auch gewünscht hast, die dir eigentlich auch wirklich richtig gut beitragen kann. Wenn zum Beispiel Raten auch vereinbart sind, egal was du tust, musst du dir auch darüber im Klaren sein, dass du nur diese Energie auch in Bewegung bringst. Ja? Also in diesem Beispiel tröpfelt es dann, anstatt dass es direkt fließt. Hat also auch andere Auswirkungen wieder für dich. Wir haben es zu 100% in der Hand. Wir, jeder Einzelne, entscheidet darüber, welche Systeme genährt werden, welche Systeme immer noch so laufen können. Und wir entscheiden auch darüber letztendlich, wie wir das in Zukunft aber leben wollen. Wie wir diese zukünftigen Dinge entstehen lassen wollen. Vielleicht möchtest du dir dann mein älteres Video dazu anschauen. Wertewandel und eine Welt ohne Geld. Ich glaube, das ist 2 Jahre alt. Ich verlinke das hier jetzt auch nochmal. Warum es einfach wichtig ist und gerade jetzt erleben wir es so richtig dicke, warum es wichtig ist, hier in die Eigenverantwortung zu gehen und hier die eigene Macht wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Ich weiß, es ist verdammt unangenehm, auch erstmal sich anzuschauen, wo man hier mitspielt, was man hier bedient, was man hier in seinem Leben kreiert hat. Aber du kannst heute eine Entscheidung treffen und dich da bereits rausarbeiten, das in die Auflösung bringen, auch wenn es einen entsprechenden Ausgleich von dir brauchen wird, wie auch immer. Aber letztendlich geht es hier auch um deine Befreiung, um ein kraftvolles, selbstbestimmtes Leben, gerade im Bereich Materie und Geld. Und denn all das bist du nicht. Du glaubst es vielleicht nur. Und hier darfst du dich, wenn du das möchtest, für ganz neue Möglichkeiten einmal öffnen. Also, mach keine Schulden mehr. Wenn du Schulden hast, sorge dafür, dass du sie schnellstmöglichst in den Ausgleich bringst, denn das Ego sorgt dafür, dass du immer wieder andere Ausreden findest. Ja? Sorge dafür, dass du dir selbst diese Möglichkeiten entsagst, dieses System zu nutzen. Beispielsweise lass deinen Dispo-Kredit austragen, ja, wenn du es ausgeglichen hast, damit du gar nicht erst mehr diese Dinge oder in diese Fallen letztendlich trittst. Denn alles da draußen wird dafür sorgen, dass du das nutzt, dass du das brauchst, glaubst zu brauchen. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich lasse dich damit jetzt auch mal in die Selbstreflexion gehen. Ganz wichtig eben auch, wenn du etwas zurückbezahlst, wenn du etwas in den Ausgleich bringst, wenn du dich für etwas entschieden hast und du investierst,
Auch hier ist deine Haltung und dein Bewusstsein und deine Intention sehr wichtig. Welche Energie gibst du also rein? Machst du es wieder aus dem Mangel? Das ist natürlich leichter, wenn du das für etwas Schönes investierst und nicht neue Schulden aufnimmst, um alte Schulden zu begleichen. Ja? Worin man sich auch sehr, sehr schnell verstrickt. Also das Bewusstsein auch, mit dem du das jetzt hier ausgleichst, denn das verursacht auch wieder etwas. Es ist sehr subtil manchmal, es erfordert höchste Achtsamkeit. Und wenn du gerade in einer solchen Situation bist und da rausfinden möchtest, wenn du dir Begleitung und Unterstützung in dieser hochtransformativen Zeit wünschst, melde dich bei mir, lass uns sprechen. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und bis ganz bald. Tschüss.